Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Faber-YouTube-Video zur Erklärung des Mein-Konto-Bereiches in unserem Webshop. In dieser Reihe von Tutorials werden wir euch pro Video eine Funktion des Mein-Konto-Bereiches erklären, um euch die Arbeitsweise damit zu erleichtern. Im ersten Video möchten wir damit beginnen, euch die Startseite des Mein-Konto-Bereiches etwas näher zu bringen, welche Informationen daraus gelesen werden können, und wir möchten euch die Funktion Bestellungen und Anfragen etwas näher bringen. Um den Mein-Konto-Bereich zu öffnen, müssen Sie zunächst eingeloggt sein. Danach klicken Sie über den Menü-Button auf den Bereich Mein Konto und der Mein-Konto-Bereich lädt. Hier sehen Sie jetzt auch direkt schon die Startseite des Mein-Konto-Bereiches. Auf der Startseite sehen Sie zum einen die Kundennummer, mit der Sie eingeloggt sind, und den eingeloggten Benutzern Vorname und Nachname. Darunter ist ein Feld mit der Stammadresse, welche so in unserem System hinterlegt ist. Das ist grundsätzlich die Adresse, wo der Hauptsitz beziehungsweise der Niederlassungssitz der Firma ist. Kommen wir nun auch direkt schon zum ersten Punkt, Bestellungen und Anfragen. Der Punkt Bestellungen und Anfragen ist grundsätzlich eine Art Bestellhistorie für unseren Webshop. Sie haben dort die Möglichkeit, jede Anfrage oder Bestellung zu sehen, die Sie über unseren Webshop generiert haben. Ganz links sehen Sie zum einen die Shopnummer, welche durch den Shop generiert wurde. Danach kommt die Vorgangsnummer, sofern Sie sich eine vergeben haben. Danach das Eingangsdatum, wann es generiert wurde. Haben Sie die Möglichkeit zu sehen, ist es eine Anfrage gewesen, welche an den Sachbearbeiter im Vertrieb geschickt wurde, oder war es eine Direktbestellung? Hier haben Sie die Möglichkeit, sich die Anfrage oder die Bestellung anzeigen zu lassen. Bei Klick auf Anzeigen öffnet sich ein kleines Pop-up. Sie haben hier die Möglichkeit zu sehen, wo wurde es vorher hingeliefert. Und hier sehen Sie nochmal jeden Artikel mit dem Preis, wie er im Warenkorb gelegen hat. Wenn Sie hier unten auf das kleine Warenkorb-Symbol klicken, öffnet sich hier das Fenster. Sie können somit den Warenkorb, den Sie bereits erstellt hatten, noch einmal eins zu eins in den Warenkorb verschieben. Zu beachten ist hier jeweils, dass der bestehende Warenkorb überschrieben wird. Das ist wichtig, da die Preise im Warenkorb neu berechnet werden. Dazu gehört auch Kupfer- und Aluminiummetalle. Wenn Sie in dieser Meldung auf den Button Ja klicken, wird diese Anfrage in den Warenkorb übertragen und Sie können das Fenster hier schließen. Der Warenkorb kann auch über das Warenkorb-Symbol an dieser Stelle direkt in den Warenkorb übertragen werden. Auch an dieser Stelle wird natürlich, wie vorher schon erwähnt, der Warenkorb überschrieben. Das war es jetzt von unserer Seite mit dem ersten Tutorial-Video. Wir hoffen, es konnte Ihnen weiterhelfen. Bei Fragen steht Ihnen natürlich die Kommentarfunktion unten zur Verfügung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Faber Tutorial-Video, dann mit dem Reiter Angebote. Vielen Dank!